So, Samin, grüße dich. Hallo, Chit. Du bist in der Akademie Intuitiver Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Und meine Frage ist, wie wir wollen alle die neue Welt, ne? Weil ist zu viel passiert. Wie trägst du dazu bei für die Bildung des neuen Welt? Also als erstes habe ich mal ein großes Bedürfnis dabei zu tragen und meinen Teil zu geben, weil ich es wichtig finde, dass jetzt die Kreativen dieser Erde ihren Anteil geben und ihren Beitrag geben. Und ich trage dazu bei, indem ich seit über 20 Jahren meine Intuitionsschule, meine Wahrnehmungsschule und auch das Weltgeschehen intuitiv erfasse, ja, und auch sehr an mir gearbeitet habe. Und ich arbeite sehr, sehr, sehr gerne in Gruppen, weil ich diese Hochpotenz, die dann in einer Gruppe oder in einem Schwarm entsteht, ich liebe es, darin zu sein, in dieser Energie zu sein und daraus zu wirken. Das gibt mir erstens einen Schutzrahmen, aber auch potenziert es die eigene Kraft. Und wie empfindest du die Jetzt-Weltsituation? Naja, durch meine intuitive Wahrnehmung und durch viele weise Menschen, denen ich zuhöre, weiß ich, dass wir da jetzt noch durch müssen sozusagen. Aber wie wir durchgehen, das macht den Unterschied. Also ohne Angst oder mit Angst. Ich gerne ohne Angst und mich nicht ablenken lasse von dem, was inszeniert wird auf dieser Erde. Und ziemlich klar die Lügen und die Aufbauten, die sehr clever gemacht sind, von dieser Seite durchschaue und dadurch bei mir bleiben kann und immer mehr zu wissen, wo geht's für mich hin, was wünsche ich mir für diese Welt, für diese Erde und auch für das Universum. Es trägt ja auch nach außen. Und was wünschst du, was glaubst du, was die Akademie tun kann? Ich glaube, dass die Akademie ein Feld schafft und einen Raum erschafft, dass diese neue Erde möglich ist. Natürlich weiß ich auch, dass viele Gruppen solche Räume schaffen. Und wichtig ist, irgendwann werden wir vielleicht alle gemeinsam wirken können. So sehe ich auch die Zukunft. Und wichtig ist, dass dieser gute Sinn, dieser für das Leben und Menschen leben zu lassen, ohne Ängste und ohne Gier und wirklich in deinem, das, was ich mir vorstelle und habe, ich nenne es immer schon Paradies auf Erden, das wünsche ich mir für mich, aber auch für meine Nachkommen natürlich. Ja, danke. Dieses Interview, wir möchten viele Leute interviewen. Melde dich als Mitglied der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Und was muss man tun? Einfach viele tragen dazu bei. Es ist keine Prüfung notwendig. Und es ist einfach schon dieses Statement, glaube ich, das ist etwas bewährt. Okay? Dankeschön, Samin. Dankeschön.